meine Bestzeit auf dieser Bahn schlagen. Ich komme mir so vor, als wäre ich fast genauso schnell wie bei der Dings gewesen. Bei der Rutschbahn. Hieß die Rutschbahn? Ach, da bin ich ja noch viel weiter drunter. Nochmal. Gut. Oh, dann gehst du jetzt mal gegen Entropy ran. Und wenn wir das jetzt schaffen, dann habe ich was geschafft, was ich noch nie vorher geschafft habe. Dann habe ich mich Entropy freigeschaltet. Und dann bin ich da echt stolz auf mich. Ich bin auch noch nie mit dem gefahren, deswegen würde ich dann auch noch ein Rundchen mit dem fahren, denke ich mal. Weil den habt ihr auch noch nie als Fahrer gesehen. Alle anderen ja schon. Okay, okay, okay. Moment. Ist das da hinten, dieser blaue Punkt, ist das ein Trophy? Okay, er kommt wieder ran. Gut. Ich habe schon gedacht, was ist denn da jetzt kaputt? Nein! Nein! Fuck, fuck. Das war scheiße. Okay, so viel Vorsprung, wie ich gerade hatte. Kann es sein, kann es gut sein, dass ich ihn wieder einholen könnte? Wenn ich gut bin. Bin ich aber nicht. Schade. Hätte ja sein können. Okay, so, so und so und wieder so und grün. Achso, ich bin da hinten lang gefahren, deswegen habe ich ihn wahrscheinlich so ordentlich eingeholt. So. Okay, ich bin wieder vorne. Schön. Zack. Ach, scheiße, ich hätte außen rum fahren müssen. Da waren so viele Speedfelder. Hallo. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. So, Speedfeld. Ich glaube, ich kann die einfach so beschissen nehmen. Da kommt der, glaube ich, mit klar. Ach, der nimmt die so eng. Das ist natürlich auch interessant. Okay. So. Habe ich jetzt eigentlich irgendeinen Vorteil durch einen Fake Crash? Ist der wirklich besser als andere teilweise? Oder auch nicht? Keine Ahnung. Okay, mein Geist ist sowas von weit vorne. Ich hätte einfach so wie beim ersten Mal fahren sollen. Das ist aber echt lustig, dass die Zeit, die man unterbieten muss teilweise, um Entropy freizuschalten, nicht die Zeit ist, die der Entropy hier leistet. Oft ist er einfach mal viel langsamer. Beispiel Burg Cortex, das ist eigentlich das Paradebeispiel dafür. Okay, das war eigentlich ganz gut. Das war jetzt eigentlich ziemlich blöd, dass ich das Speedfeld benutzt habe, genauso wie hier. Ich einfach nur viel zu weit rausfliege eigentlich, aber ich denke mal, ich werde es schaffen. Oh, ist das schön, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Da. 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 Oh mein Gott. Nein! Wieso? Wieso? Warum? Wann hat er mich denn eingeholt? Ey! Wann hat der mich denn... Ich bin gerade ein bisschen perplex. Wann hat der mich eingeholt? Ich habe das nicht mitbekommen. Ich hatte doch voll den Vorsprung. Was war da denn jetzt kaputt? Oh, ich will natürlich das nicht nochmal machen. Oh Mann, oh. Wie viel nehme ich denn auf? 2 Stunden 10 schon, Mann. Kann ich sein. Oh, ist das schwul. Oh, hier hinten rum. Ich benutze einfach nur die Speedfelder. Echt, ich drifte nicht mehr. Das reicht sowieso. Ist auch nicht so anstrengend. Tut nämlich immer den Fingern weh, wenn man die ganze Zeit driften muss. Nicht schon wieder, Dennis. Nicht schon wieder so ein Scheiß machen, okay? Ich will gucken, warum der am Ende immer so voll abgeht. Das ist ja immer richtig schnell. Miau. 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 Aber jetzt holt er mich auch überhaupt nicht mehr ein. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich da gerade irgendwie Sekundenschlaf gehabt oder so. Ich weiß es nicht. Kannst du mir nicht alles erklären. Ich bin jetzt gerade sogar schneller als mein Geist. Und mein Geist hat den eindeutig besiegt gehabt gerade. Eindeutig besiegt. Flawless victory. Okay, komm. Hier. Rum die Guts. Hopp. Oh, ja. Ich gebe schon nicht mal Gas beim Boosten. Beim Driften. Was ich sonst immer mache. Okay, jetzt haben wir so eine ganze enge Kurve Vorsprung. Das dürfte eigentlich reichen erstmal. Wenn ich jetzt nicht den größten Scheiß noch baue. Was mir eigentlich nur auf dieser kurvigen Passage passieren kann. Dann sind wir durch. Aber wie doof war das denn gerade? Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich verloren habe noch.
sah überhaupt nicht nach Verlust aus. Sah so aus wie von wegen. Ah, Entwobby. Du Sau, du gehörst bald mir. Ja, ich habe mir auch schon überlegt, was ich machen werde mit dem Entwobby gleich. Ich werde den Abwasserring fahren. Und zwar möchte ich einmal die Abkürzung nehmen. Einmal so, wie es sich gehört. Und natürlich das Rennen dann auch zu Ende fahren. Gleichzeitig kann ich dann direkt so ein bisschen gucken, wie der sich fahren lässt. Ich schätze, man lässt sich gut fahren. Ich bin ganz stark von aus, jo. So, so. Ach genau, übrigens, das mit Goldrelikten habe ich auch noch nie gemacht, ne? Also das ist nicht nur das Einzige, dass ich den Entwob jetzt hier freigeschaltet habe. Dass das das erste Mal ist. Glückwunsch! Du hast alle meine Streckenrekorde geschlagen. Jetzt hast du das Recht und die Ehre, mich als Fahrer im Bildschirm zum Wählen der Figuren auszuwählen. Jo, okay. Gut, der hat was anderes gesagt. Ah, schön, ey. Jetzt habe ich zwei Sachen geschafft, die ich vorher noch nie geschafft habe. 101%, die ich jetzt bisher noch nicht habe, aber ich habe alle Goldrelikte. Und Entwobby als Fahrer freigeschaltet. So, da werden wir jetzt erstmal natürlich abbrechen. Ich versuche mit Entwobby zu gewinnen natürlich, damit ihr auch seine Siegessequenz seht. Wobei, die seht ihr sowieso, ich werde das ja dann noch da reinpacken. Spielhalle, leicht, machen wir leicht, ich will es ja nur gucken. So, jetzt haben wir alle Charaktere, die wir spielen können. Beziehungsweise die man irgendwo offiziell spielen kann. Inoffiziell kann man noch den Enoxid freischalten, habe ich ja schon bereits erwähnt, mit einem Schummelmodul. Aber ich habe jetzt... Oh, da ist er, die Sau. Sonst habe ich ihn immer per Cheat freigeschaltet. Wenn überhaupt. Was habe ich gesagt? Abwasserring. Drei Runden reicht. Ach genau, man könnte auch mal Runden einstellen. Stimmt, wir hatten immer 7 Runden Crashbuch gemacht, mein Kollege und ich, im Zweispielermodus. Das war ein Fest. So, da ich bin der Größte. Geil. Papu ist, glaube ich, noch größer. Ja gut, Papu ist auf jeden Fall größer als der Entwobby. Ich weiß nicht, wie er sich fahren lässt. Wie sind denn die Werte von den Endgegnern überhaupt? Oh, von diesen geheimen Fahrern. Ich habe da keine Ahnung von. Sind die besser als die normalen Charaktere oder halten die sich da eigentlich genauso? Ich weiß gerade nicht. Bist du das da? Da oben ist schon der Eingang. Den kriegt man doch genauso beschissen wie den Ausgang. Was habt ihr euch da alles so eingepisst? Jetzt mal ohne Scheiß. Den kriegt man doch genauso beschissen wie den Ausgang. Sogar eigentlich noch beschissener. Ich finde, das ist sogar noch höher. Nee. Ich würde da nicht hinbekommen. Also ich würde eher hier reinkommen. Als da oben hin. Vom aus dem Spielverlauf heraus. Ich hab gedacht, man kommt total leicht da rein. Weil ihr habt so ein bisschen. Das ist ein falscher Eingang, ein richtiger Eingang, du Penner. Na. Ihr habt da voll rumgemeckert, ey. Und im Endeffekt ist das viel schwieriger, da reinzukommen, als durch den Ausgang. Mein Gott. Stellt euch mal nicht so an. Jetzt hat mich das noch mehr genervt, eure Kommentare. Jetzt, wo ich sehe, wie scheiße man da reinkommen soll. Ich meine, wahrscheinlich ist es total einfach für euch, weil ihr das Spiel könnt. Aber ich kann das Spiel halt nicht. Guckt euch das an. Was für einen Höhenunterschied ich habe. Das ist doch der Eingang, oder? Ich sehe sonst keinen. Und das ist doch der auf dem Radar gezeigt ist. Nee, okay, ich bin froh, dass ich das nicht versucht habe. Echt. Da bin ich echt froh drüber, dann bereue ich das nicht mal. Nehme ich auch jegliche Entschuldigung zurück, dass ich versucht habe, den Eingang zu nehmen. Aber ich finde, das ist viel schwieriger zu schaffen als das andere. Gut, ja, jetzt habt ihr ihn gesehen. Die Siegessequenz wird auch in dem Video mit drin sein, was ich dann letztendlich verlinken werde. Von daher zeige ich es jetzt gerade nicht. Verlieren lassen möchte ich mich jetzt gerade auch nicht. Mich verlieren lassen. Aber ich schätze mal, es gibt mal irgendwo ein Video, dass man die ganzen Traurigkeitssequenzen sieht. Jo. Gut, dann bleibt uns jetzt nur noch eine Sache zu tun. Ja. Und zwar im Abenteuermodus den Enoxid nochmal zu besiegen. Dann erhalten wir nämlich das 100%-Ende. Dann erhalten wir, denke ich mal, auch den letzten fehlenden Prozentpunkt. Und wir sind glücklich. Wir sind dann einfach glücklich. Ich habe nämlich dann das geschafft, was ich schaffen wollte. Ich habe den Cup komplett. Ich habe nur mal gezeigt, dass man da was machen kann. Ich habe es nochmal komplett für mich gespielt. Ich habe die Zeit-Challenges alle gemacht. Zumindest die Entropy-Zeit-Challenges, weil die Enoxid-Zeit-Challenges, die schaffe ich einfach nicht. Ich habe die 101% geholt, das heißt überall Goldrelikte geholt. Enoxid, letzte Herausforderung. Und ich würde zwar den Endgegner letztendlich besiegen. Ob ich das schaffe,
Gehe ich von aus. Ob ich es direkt schaffe, gehe ich nicht von aus. Es sei denn, ich nehme die Abkürzung und ich bin in der Lage, nicht zu nehmen. Okay, jetzt schießt er zwei Flaschen. Hat er das vorher auch schon gemacht? Ich weiß es nicht. Musst du bei der Schatten. Jetzt geht er aber doch ein bisschen ab, muss ich sagen. Wow, wow. Nitro-Kistchen überall. Raketen, ey. Der hat so eine Frequenz, an der er die Scheiße ausballert, ne? Soll ich den da treffen? Ach, ich nehme aber die Abkürzung. Es wird kein Kampf. Ich habe ihn ja schon mal offiziell besiegt. Ja, du auch nicht für mich, du Pimmel. So, du Penner. Was sagst du dazu? Ich habe ungefähr ein halbes Jahr Vorsprung. Wenn ich die dreimal nehme, könnte ich die vielleicht sogar überrunden. Mal gucken. 1, 2, 3. Ich kann mich an das 100% Ende gar nicht mehr erinnern. Echt nicht. Achso, genau. Das, was ihr gleich sehen werdet. Dieses Scrapbook, was wir freigeschaltet haben wahrscheinlich. Also nicht freigeschaltet. Wir haben es nicht freigeschaltet. Aber wir können es einsehen. Und das, was wir da einsehen können, das ist nämlich genau das, was wir freischalten, wenn wir die Enoxidzeiten schlagen. Also so, um das Scrapbook halt zu sehen, müssen wir quasi erstmal den Endgegner besiegen und können es dann sehen. Wenn wir allerdings die ganzen Enoxidzeiten schlagen, können wir uns das auswählen. Dann können wir so oft gucken, wie wir wollen, ohne irgendwas zu tun. Außer, dass wir ein paar Knöpfe drücken. Hier müssen wir dann erstmal besiegen. Aber ich finde, dafür lohnt es sich nicht, sich so sehr zu quälen. Ich wollte doch eigentlich die Abkürzung nehmen, ne? Egal, egal. Okay, ich glaube, der ist in meine Flasche reingefahren oder so. Ist ja lustig. Was ist hier mit sowas passiert? Wo ist denn seine eigene gefahren? Der hat hier überall Scheiße hingelegt. Aber schön, wir scheinen es wirklich zu schaffen. Um auf ganz sicher zu gehen, da könnte ich in der dritten Runde nochmal die Abkürzung nehmen. Aber was soll's. Und dass mich das Spiel so jahrelang so gequält hat und so viele Versuche bei dieser Strecke hatte, nur weil ich diese scheiß Abkürzung nicht kannte. Und das war jetzt auch keine ersichtliche Abkürzung. Ich weiß gar nicht, wie überhaupt irgendjemand darauf kam, da mal runterzuspringen, dann auf der Kante zu landen, um dann da weiterzufahren und dann nochmal zur Seite zu springen. Keine Ahnung, wie man darauf kommt, aber es hat jemand geschafft und der hat es hochgeladen. Aber wie viele Versuche ich damals gebraucht habe, das ist ja wirklich eine lange Strecke, da ist man ja schon 300 Minuten immer mit beschäftigt. Locker, plus Ladezeiten und so ein Scheiß. Und dann nervt einem der eigene Geist auch noch immer. Boah, das ist zu kotzen gewesen. Deswegen habe ich so kein schlechtes Gewissen, die Abkürzung jetzt auszunutzen und dadurch halt meinen Sieg darzustellen. So, hier, ich hoffe, du nimmst dann Speedfeld und dass du dann voll in die Kiste reinfährst. So, okay. Und Krieppa. Ah, driften. Nein, nein, nein. Aber ich bin froh jetzt echt, dass ich bin froh beim Abwasserring, dass meine Hypothese, die ich am Anfang hatte, dass es nämlich leichter ist, durch den Ausgang reinzukommen als durch den Eingang. Für mich auf jeden Fall definitiv zutrifft. Weil ich wäre, glaube ich, noch viel seltener durch den Eingang gekommen als durch den Ausgang. Ist ja natürlich ein bisschen zeitaufwendig, aber ui, was soll's. So, und wir haben es gleich geschafft. Ja! Sehr schön. Erster, zweiter, Ende. Okay, jetzt genießt die 100% Sequenz so rum. Ich halte es meine Klappe und trinke einen Schluck Cola.